Captain an Bord. Das ist der Küchenbereich, ja. Wo wir dann auch entsprechend den Vorgaben der SUK das so aufbauen, ja, dass wir dann die Schiffsvorschriften erfüllen. Das heißt, hier ist es ja eine hölzerne Treppe, die dort in den vorderen Salonbereich reingeht. Und das ist natürlich nach heutigen Schiffsvorschriften nicht erlaubt, dass ich im Brandfall über eine hölzerne Treppe gehe. Das ist, hier der Bereich, der wesentliche Bereich, dass also dort jetzt im Beginn nächste Woche der Boden herausgebrannt wird und dann durch einen neuen Boden ersetzt wird. Und hier diese Bereiche, Radkasten, jetzt hier die gesamte Radkasteninnenwand kommt raus, wo wir eben hier Teilbereiche schon eben dann. Wenn Sie vorgehen, dann sammeln Sie nicht auf. Ja, genau, fangen Sie sich auf. Das ist die Frage der Berechnung, der Konstruktion. Das wissen Sie auch, das kann man machen. Das ist also, Flussschiffe sind immer weich in der Bewegung. Ne? Das ist also auch die modernen Tankschiffe, wenn Sie mit denen auf der Elbe fahren, da fängt das Gürtel und da kommt so eine Ladung Seegang entgegen. Ja. Beim ersten Mal guckt man komisch. Ne? Ja. Tatsächlich an Bord geschleppt und dann in die Bunker. Das ist nicht der erste Vorsitzende, das machen dann die neuen. Nee, da bin ich nicht dabei gewesen. Das letzte Mal habe ich mir das dann überlegt, da haben wir dann abgesprochen, dass wir uns dann diese 1000 Kilo Big Bags nennen sie sich, ne? Und die haben wir dann genau über diese Bunkerlupen da oben gehalten und dann haben wir das ganz langsam über eine Rutsche da reinlaufen lassen mit Unterstützung der Frau.